So, Carsten, erstmal schön, dass du wieder da bist. Wie fühlt es sich für dich an, wieder zurück in Bamberg zu sein? Ja, ist natürlich jetzt wieder was ganz Besonderes für mich, jetzt nach dieser langen Zeit wieder zurück in die Heimat zu kommen und ich freue mich jetzt extrem darauf, wieder das Bamberger Trikot zu tragen. Wer oder was hat die größte Rolle bei deiner Rückkehr gespielt? Ja, ich meine, ich habe ja die letzten Jahre schon immer wieder probiert, in die Heimat zu kommen, weil es für mich immer was Besonderes ist und auch war, zu spielen. Aber klar gehört auch die Familie dazu. Was ist dein Ziel, das du mit Bamberg erreichen willst? Ich möchte meine bestmögliche Leistung abliefern, möchte ein bisschen Erfahrung in die Mannschaft reinbringen. Und einfach wieder eine Identifikationsfigur für den Verein sein, für die Fans sein, nahbar zu sein und dem Verein einfach helfen, erfolgreich zu sein. Wie denkst du, schaffst du das? Ich denke, ich muss nur ich selber sein. Ich denke, ich habe in den letzten Jahren einfach bewiesen in jedem Verein, was ich dem Verein oder der Mannschaft geben kann. Und dasselbe will ich hier in Bamberg auch probieren. Gibt es eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen aus dem Verein, bei denen du dich besonders freust, sie wiederzusehen? Ja, ich habe natürlich eine große Vergangenheit mit Arne Woltmann und Stefan Weißenböck. Mit denen habe ich schon damals in meiner erfolgreichen Zeit in Bamberg zusammengearbeitet, und freue mich jetzt darauf, auch wieder mit den beiden zusammenzuarbeiten. Beim Spiel gegen Bamberg, hier in Bamberg. Da hast du ja die Choreo der Fans gesehen für dich. Was ist dir so durch den Kopf gegangen dabei? Ja, ist immer was Besonderes. Ich meine, es ist jetzt nicht die erste Sache, die die Bamberger Fans machen, als ich hier zurückgekommen bin. Ich denke, das war nochmal ein Zeichen, dass einfach die Fans auch gerne hätten, dass ich wieder zurück nach Bamberg komme. Ich habe immer noch ein ganz gutes Verhältnis zu vielen Fans, auch zur Sektion Südblock und freue mich jetzt auch wieder für sie spielen zu können und die Unterstützung genießen zu können. Gibt es irgendetwas, was du den Fans speziell sagen möchtest? Ja, ich freue mich jetzt einfach wieder hier zu sein und möchte den Bambergern helfen, erfolgreich zu sein, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen, uns gegenseitig unterstützen und einfach hundertprozentig zusammenhalten.